So, und heute noch ein super kleines, kurzes Zwischenvideo, was aber super wichtig ist, denn damit wir dann später unseren Bot benutzen können mit unseren Reaction Roles, müssen wir dafür eine Datenbank erstellen und erschaffen. Wir haben ja schon eine Connection zu unserer Datenbank hergestellt, aber da ist jetzt noch nichts drin, die ist komplett leer. Deswegen machen wir uns jetzt eine neue Klasse. Die werden wir mal SQL Manager nennen. Und dann machen wir quasi eine Art Eröffnungsmethode, sag ich mal. Ja. Machen wir da was. Static, public, static, void, onCreate oder so. Und da müssen wir jetzt ein bisschen SQL-Code ausführen, damit wir eine Tabelle erstellen, mit der dann, also wo wir dann später unsere Daten reinspeichern. Und zwar muss die Tabelle wie folgt aussehen. Einfach damit wir sortieren können, machen wir uns eine ID, die dann immer hochgezählt wird automatisch. Dann brauchen wir die Guild-ID, also die von dem Server. Dann brauchen wir die Channel-ID. Dann brauchen wir die Message-ID. Wir brauchen eigentlich ziemlich viel. Dann brauchen wir das Emote. Mich noch überlegen, wahrscheinlich als Text oder so. Und dann brauchen wir noch die Rolle. Und ich glaube, dafür brauchen wir auch die ID. Gibt es bei Rollen IDs? Jetzt muss ich selber mal gucken. Servereinstellungen, Rollen. Ja, die haben auch IDs, genau. Und das sieht dann auch so aus. Ja, hier wird direkt benutzt. Genau, und da machen wir uns jetzt eine kleine Tabelle. Das heißt, wir machen jetzt hier LightSQL.onUpdate. Und da machen wir jetzt Create Table if not exists, dass er nicht doppelt erstellt wird. Und hier machen wir jetzt den, oh Gott, wie nennen wir den denn? React Roles. Da machen wir, ups, ja, eine runde Klammer auf. Fangen an mit ID. Das wird ein Integer. Und jetzt müssen wir quasi definieren, dass das unser Schlüssel ist der Tabelle und dass der immer automatisch hochgezählt werden soll. Dann machen wir hier erstmal not null, dass er nicht null sein kann. Das kann normalerweise ein Integer eh nicht, aber SQL hat da immer so seine Eigenheiten. Dann machen wir Primary Key, also Primary Key. Das heißt quasi, dass unser Schlüssel der Tabelle ist. Und dann machen wir noch ein Auto-Increment. Das sagt quasi, dass wir immer hochzählen den Wert. Also wir fangen bei 1 an und dann immer 2, 3, 4, 5, 6. Und das unendlich weit, ohne dass wir da irgendwas dran ändern müssen. Das macht die Tabelle dann von sich aus automatisch. Hier müssen wir aufpassen. Bei SQLite ist die Besonderheit, dass hier kein Leerzeichen dazwischen ist. Bin mir gerade nicht sicher, wie es bei anderen SQL-Sprachen ist, aber in MySQL ist auf jeden Fall das mit einem Unterstrich. Oder Leerzeichen. Nee, Unterstrich müsste das sein, genau. Und hier ist eben keiner dazwischen, also das muss zusammengeschrieben werden. Dann machen wir dahinter ein Komma. Und jetzt können wir anfangen mit unseren Sachen. Also Guild ID. Das ist jetzt die Frage, gibt es einen Typ Long? Es gibt keinen Typ Long, das bleibt einfach Integer. Also eine Zahl. Dann machen wir Channel ID. Hä? Schon lange. Auch Integer. Message ID. Auch Integer. Dann Emote wird ein Varchar. Das heißt also ein Text. Wir wollen es ja quasi in dem Textformat. Und dann brauchen wir noch die Rollen-ID. Rollen-ID. Und das wird auch wieder ein Integer.
So. Das war's eigentlich schon. Müssen wir hier nur, nachdem wir es connected haben, noch ein SQL-Manager.onCreate machen. Bot einmal starten. Wir haben einen SQL-Fehler bekommen. Weil ich nicht schreiben kann. Genau, wir müssen hier nämlich exists mit s machen. Und dann sollte es auch ganz mal funktionieren, genau. Und jetzt können wir gucken, ich habe hier für ein DB-Browser für SQLite. Machen wir Datenbank öffnen. Gehen in meinen riesen Dateiordner. Da in die Datenbank rein. Jetzt sehen wir hier schon, haben wir React Roles. Genau, Discord-User war gestern zum Spaß. Und der hat hier eben eine ID, so einen Schlüssel. Wir haben die Guild-ID, wir haben die Channel-ID, wir haben die Message-ID, wir haben die den Emote und wir haben die Rollen-ID. Perfekt, so. Ich würde sagen, das war es dann auch schon mit diesem kleinen Zwischenvideo hier. Und wir sehen uns dann am Donnerstag.